in diesem Video. Sitze ich auf einer Bank, finde hilfreiche Zeitgenossen, ist alles ziemlich leer und habe ich ein Problem. Schönen guten Morgen. Jo, gehen wir mal vor die Tür. Gerade aufgewacht und jetzt Frühstück. Denn welch Freude. Der Mann mit den Käsetoasts ist hier und Kaffee. Und nachdem das ja gestern nicht geklappt hat, klappt es bestimmt heute. Der ist da mit einem kleinen Wohnwägeli unterwegs und heißt Mountain Melts. Der ist hier sogar auf Google Maps eingezeichnet und die Rezensionen alle gut. Also testen wir mal. So, bestellt. Wir nehmen das hier und langen schwarzen Kaffee. Das ist alles sehr süß. Ordentliche Kaffeemaschine, richtig gutes Kühlequipment. Gibt natürlich auch Kaffee und Eiscreme. Wow, naja, heute nicht ganz die Temperatur. Ja, und all das in einem echt Miniatur- und komplett umgerüsteten und umgebauteten, wie heißen die Dinger? Wohnwagen. Sitzgelegenheiten gibt es auch. Es läuft halt ein Moppel im Hintergrund, denn irgendwo muss ja der Strom herkommen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie es schmeckt. Wettertechnisch das Ganze nicht mehr ganz so toll wie gestern, aber nachdem ich heute Morgen mal Schafe und kurz ein bisschen Regen gehört habe, ist es jetzt trocken und ganz okay. Es gibt sowohl blaue Lücken als auch graue Wolken. Irisch halt. Macht heute aber nichts, denn wir wollen sowieso weiterfahren, ein paar Kilometer noch machen. Wir wollen noch an den nördlichsten Punkt Irlands heute oder morgen und dann geht es irgendwann ja schon wieder Richtung Süden, Richtung Dublin, naja, Südosten. Das Essen ist gekommen. Ja, ist hier, es ist nicht kalt, also gefühlt nicht ganz so kalt wie gestern. Das sieht aber geil aus jetzt. Wollte mal sehen. Toasty mit Gurken, ein Dip und der Kaffee. 10 Euro. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ding schmeckt. Bin ja mal gespannt. Ich mache sowas ja auch immer mal, wisst ihr ja, ne? Okay. Saugeil. Um Jahrzehnte besser als meins. Ach, goldisches, knusprig, ölig. Mit Käse und Bacon und wow. Hey, wenn ihr hier in der Gegend seid, oder fahrt einfach vorbei. Die sind vormittags bis früherer Nachmittag hier. Hammer. Geil. Wäre auch ein geiles Kaderfrühstück. Ich sag's echt ungern, aber ich habe euch nichts übrig gelassen. Das Ding ist so lecker. Und der Dip, Garlic Mayo, alter Verwalter. Zum Glück fahre ich alleine. Kaffee ist auch lecker, aber sau heiß, also aufpassen. Und jetzt genieße ich hier noch ein bisschen Sonne und den Nachburner des Toasties. So, und dann gucken wir mal weiter, ne? Ihr könnt ja mal überlegen, wo wir hinfahren sollen jetzt. Bevor wir aber abfahren jetzt, noch ein Blick ans Meer, einen letzten. Denn so übel ewig können wir es ja nicht mehr genießen. Kommt auf jeden Fall wilder daher als gestern und sieht genauso geil aus. Nur mit ein bisschen mehr Wolken. Und ich glaube, ich spüre ein paar Tropfen im Gesicht. Ich sag's ungern, aber ich hatte ein perfektes Essenstiming. Es regnet. Ich schreibe Blog. Und draußen ruiniert der Regen das gemütliche Beisammensein am Essensstand. Was bin ich wieder mal froh? Habe ich einen schönen warmen Camper, in dem ich trocken sitze, der überall hinpasst. Nicht zu groß ist, nicht zu klein ist. Perfekt einfach. Nochmal kurz die Hütte durchgesaugt mit meinem coolen Staubsauger. Ich liebe ihn weiterhin. Steht außer Frage. Reist weiter mit und darf mit. Und nachdem jetzt alles wieder halbwegs sauber ist, machen wir mal den Abflug. Ich habe einen Plan. Wir enden heute vermutlich in Letterkenny. Denn an der Küste wird es ein bisschen windig, 50 km/h. Das ist mir ein bisschen zu unruhig für eine entspannte Nacht. Und vielleicht komme ich dann heute auch noch mal in den Geschmack eines Guinnesses. Sagt man das so? Das wäre auch mal wieder ganz nett. Hat ja noch nicht so viele. Und Friedrich kriegt es heute nicht mit, denn er hat ja frei. Wir willkommen heute wieder. Monty ist auch hier. Das ist ein Ding. Ganze Truppe. Monty, Flauschi, Fienchen. Super. Das Wetterlich ist auch nicht unbedingt besser geworden, aber immerhin trocken. Wir hatten 1,5 schöne Tage hier und jetzt gucken wir mal weiter.
günstigster Sprit ever. 1,49 Kopf. Ist der Wahnsinn. Gut, müssen wir gerade tanken. Das gibt's schon unfassbar günstig. 87 Euro, wir sind wieder voll. Dann mal weiter. Ich höre das Buch Der Donnerstagsmordclub. Ganz cool. Wir erreichen die Außenbezirke von Letterkenny. Der Diesel hier wieder 1,55. Ja, Friedrich, wär stolz auf mich. So günstig getankt heute. 2015 war Letterkenny die sauberste Stadt Irlands. Das machen die ja noch gerne. Das liest man immer wieder an Dorfeingängen, dass irgendeine Stadt mal bei sowas mitgemacht hat und gewonnen hat oder irgendeinen Platz erreicht hat. Gut, was los in Letterkenny. Die Läden haben offen. Shoppen gehen kann man hier auch am Wochenende. Und wir fahren jetzt hier mal durch die Hauptstraße wahrscheinlich. Am Theater rechts, dann die nächste links. Und hier kann man wohl parken und pennen. Nicht ganz gratis das Ganze, aber das kennen wir ja. Vor allem ist es kostenlos, wie ich gesehen hatte. Was nicht ganz schlecht ist. Da stehen wir auch schon vor der Tür und habe jetzt eine Weile den Parkplatz beobachtet von drinnen. Sehr ruhig. Kommt kein Mensch, geht kein Mensch. Ich hoffe, wir stehen hier sicher und gut und die Truppe im Van macht keinen Scheiß. Wetter auch, trocken, kein Wind, super. Und wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwie was zu sehen kriegen. Da stehen wir schon an der Hauptstraße und erfreut sieht mein Auge einen Mülleimer. Ich glaube, den werde ich dann heute Nacht mal besuchen. Denn irgendwohin muss das Zeug ja gehen, was so den ganzen Tag anfällt. Wir kommen der Innenstadt näher und stellen schon fest, gut Verkehr hier. Auch an einem Sonntagabend. Sonntagabend, logischerweise kein Ausgehabend, deswegen auch entsprechend ruhig. Was das Filmen deutlich einfacher macht und das sich bewegen. Die meisten Geschäfte haben zu. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen Pub finden, der schön ist und auf hat. Also eine Sache in Irland, man wird hier immer wieder angesprochen. Sei es am Strand, in der Stadt, sonst irgendwo, wo ihr seid. Die Iren sind irgendwie enorm offen und dann gibt es ein Gespräch. 10 Minuten, Viertelstunde, manchmal nur 5 Minuten. Und dann geht man wieder seiner Wege. Jetzt gerade auch wieder. Und da gehen wir jetzt mal rein, ein grüner Pub, der muss ja gut sein. Das ist die Cottage Bar und der Local meinte gerade, da kann man wohl ein Guinness trinken. Und auch hier wieder Einbahnstraße, man muss also tatsächlich nach links gucken. Da kommen gerade aber ein paar Autos. Jetzt können wir aber, links ist frei. Und hier gucken wir mal, ob wir jetzt ein leckeres Guinness kriegen oder so. Hier kommt schon. So, da sind wir. Zweite Guinness in Irland. Tja, das nenne ich mal einen typischen Pub, ne? Mit Lagerfeuer und Fernseher an der Wand. Da kommt gerade Fußball. Und das Guinness? Kalt und lecker. Tja, Leute, das Bier ist alle. Aber wir gehen mal noch irgendwo hin. Ich will euch noch was zeigen kurz. Denn der Pub hat auch noch einen Außenbereich. Da kann man auch entspannt noch rumhocken abends. Echt super cool. Also war ein guter Tipp. Da wäre ich wohl dran vorbeigegangen, weil ich ihn gar nicht wahrgenommen hätte so richtig. Könnt ihr hingehen. Letterkenny. Grüner Pub, Hauptstraße. Unser eins geht jetzt mal wieder irgendwo anders hin. The Cottage Bar, da waren wir drin, Nummer 49. Jetzt gucken wir mal noch ein bisschen weiter die Straße runter und dann sollte ich eigentlich so langsam wieder zurück zu Zottel, denn boah, da wartet noch ein Berg Arbeit. 20.000 Einwohner hat Letterkenny und folgendes ist ihre Kathedrale. Nein, das nicht. Das ist eine Hauswand, die schön bemalt ist. Wow. Das hier ist sie. Moment. Das hier ist sie. Ganz schön groß, ne? Die haben hier schon immer Bauten. Das ist der absolute Wahnsinn, ehrlich. In so einer kleinen Stadt, so ein Gebäude. Riesig. Die Kirchendichte ist hier gefühlt relativ hoch. Parallelstraße zur Hauptstraße. Wohngebiet. So wohnt es sich hier in Letterkenny. Super Hecke. Hei, das ist ein rechter Winkel, da wär's schon. Echt neidisch. Das Wichtigste überhaupt getroffen. Ein Immobilienhai. Was machen die Häuser hier? 675, 275, 245 für ein rein Eckhaus. Freistehend 225. Oder
hier 179.000. Alles verfügbar, das gesamte Preissegment. Zurück am Parkplatz, 8:30. Sonnenuntergang verpassen wir heute. Wolkig. Naja, und ich hoffe, Zottel steht da jetzt auch noch hinter dem. Was ist das, Bambus? Halber Bambuswald hier oder sowas? Hoffentlich ist er noch da, ja. Uff, Gott sei Dank. Ups. Ja, das mit dem Essen hat irgendwie nicht funktioniert, ne? Der Chinese sah nicht so wirklich toll aus jetzt auf dem Rückweg, deswegen. Ach, lieber nicht, aber what else? Hab drüber nachgedacht, Pfannkuchen zu machen, aber könnt ihr euch vorstellen, was das jetzt für ein Aufwand wäre und wie lange das dauern wird? Und der Abwasch? Eben, somit haben marokkanische Cornflakes das Rennen gemacht. Das zu sagen, hat mich jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Anläufe gekostet. Unglaublich, was ein Guinness ausmacht. Oh, und wie ich gerade die Milch raushole, da ist ja auch noch Pudding. Und so schaut das dann aus. Essen und Laptop, los geht's. Für heute ist hier Schluss. Die Bande liegt schon hinten. Ich bin ebenfalls auf dem Weg dahin. Und morgen geht's hier weiter mit Einkaufen mit dem nördlichsten Punkt Irlands. Hoffentlich. Und Sonne? Tja, finden wir es raus. Morgen wissen wir's. Ciao zusammen und gute Nacht. Eben, somit haben marokkanische Kellogg's Cornflakes. Oh, what I would do for just a moment with you.